So, es geht weiter mit Quick Match Heroes of the Storm, Folge 138, Desasterspiel zuletzt, und ich spiele jetzt ein Assassinen. Ich glaube, ich werde Raynor spielen. Oder Kerrigan. Nein, ich spiele Kerrigan. Oder nicht Strahl. Strahl fand ich auch cool. Kerrigan. Kerrigan ist bald Level 4, 7, deswegen werde ich Kerrigan spielen. Habe ich ein bisschen geübt, während ich Pause hatte, und weiß noch nicht so genau, wie ich die skillen soll, aber ich gucke einfach mal. Ich gucke einfach mal. Einfach mal gucken, würde ich sagen. Weiß gar nicht, dieser Ulti, Todeswirbel. Hab gedacht, der. Achso, der erzeugt auch die Assimilierungsschildpunkte. Das war mir zum Beispiel noch nicht so klar. Ja, ein Tank. Ein Heiler. Naja. Ja, da werde ich wohl auf jeden Fall auf Blocken spielen. Ach, die spielen alle viel zusammen, das ist gut. Ach du Scheiße. Die haben aber auch keinen Tank. Die haben einen Heiler mit Morales ausgerechnet. Morales, Lunara ist auch dabei. Ja, dann würde ich sagen, kurzer Cut, gleich geht's weiter. So, die Ladebalken sind soweit alle voll. Außer bei Sral. Sral auch ein Held, den ich momentan noch ganz schön cool finde. Aber ich spiele halt nicht so häufig. Letzte Zeit doch relativ oft Diablo gespielt. Da hoffe ich, dass es nicht mehr so häufig vorkommt. Ich will euch ja ein bisschen Abwechslung bieten. Was die Helden hier. Ich gehe mal. Nee, ich gehe nicht in die Midlane. Ich gehe runter. Ich gehe runter. So, worauf werde ich denn spielen? Ich werde, glaube ich, gegen das Team auf jeden Fall auf Blocken spielen. Kerrigan, auch so ein Helden, der mir natürlich gerade zusagt, da ich Heart of the Swarm gerade spiele, ist Starcraft 2. Da hat sie ja ihren großen Auftritt. Wings of Liberty natürlich auch schon gehabt, aber. Steht er vielleicht hier? Nee. Einmal hier oben. Dann komme ich auch mal kurz nach oben, Leute. Schade, ganz knapp vorbei. Dann gehe ich wieder runter. Ja, Kerrigan muss natürlich im Nahkampf bleiben, das macht sie stark. Das Assimilierungsschild aufrechterhalten, möglichst oft. Da war einer. Ja, die Kombos sind bei mir noch nicht so gut. Erst die W drücken und dann die E. Zurücklatschen. Noch nicht so ganz W drücken und dann die E-Taste. Noch nicht so ganz drin bei mir. Dass man das hier wo geht farmen. Ich hoffe mal, dass sie sich einigermaßen gut absprechen. Na, da will ich nicht lang. Da will ich die andere Seite lang gehen. Oder ich gehe in die Midlane, wenn die da schon gerade frei sind. Ah, das ist schon ein bisschen besser gerade.
Shit. So, worauf gehe ich denn? Auf Vergiften auf jeden Fall. Wir stehen alle vier zusammen. Geschafft. Oh, hat das weh getan? Gut. Wir kennen keine Gefangenen. Ich mache keine Gefangenen. Geht runter. Lilly geht hoch, dann gehe ich mal zu Lilly. Falls eine Lane alleine pushen, die gute, aber dann doch lieber irgendwie einen Helden dabei zu haben. Er hat das Butch draufgegangen. Ich komme. Ist drei auch draufgegangen. Oh oh. Noch ein bisschen sehr aggro unterwegs gewesen. Nee. Da gehe ich lieber zurück, das ist mir zu riskant. Wenn da Nova um die Ecke kommt, dann war es es, obwohl. Oh fuck, sind das viele. Komm mal wieder. Ja, schön. Sauber. Schöne Kombo mit Butch. Perfekte Assimilierung werde ich mal spielen. Mal alle zusammenbleiben. In einer Lane würde ich sagen. Gehen wir runter. Gehen wir runter. Gehen wir runter. Gehen wir runter. Hier erstmal alles durchpushen. Ich muss ein bisschen aufpassen, das kann nämlich ganz schön in die Hose gehen. Hier noch das Tor öffnen. Und dann komme ich. Dann kommt Lunara. Ja, so richtig funktioniert die Combo bei mir noch nicht. Komm mal hoch zu euch, Jungs. Mal gleich die Sachen abgeben, die ich hier habe. Okay, sauber. Listen spielen.
mal kurz runter. Da muss ich echt noch lernen, dass ich Feuer weh mache, weil die Zeit reicht da komplett aus. Das Schlimmste daran, Schwarmgedanken zu haben, ist, dass man jederzeit genau weiß, wie viele Zerklinge sich gerade lecken. Oh, das Morales. Okay, da kommt weg. Ja, da muss man auch mal einen lassen. Doppelschlag. Nicht mehr so schlecht. Immer hoch die Midlane, die Toplane machen. Das ist jetzt noch nicht geschaut, da bin ich ein kleines bisschen stolz auf mich. Und die habe ich leider schon wieder verbraten. Sauber. Das ist jetzt noch bereit. Walla schnappen. So, ja. Ja, das läuft noch nicht so rund, da muss ich noch ein bisschen üben. Da ist Morales, den können wir uns auch schon mit einer anderen Seite holen. So, da sind sie alle. Sauber. Sehr schön gemacht. Ja, da hat's dann, ist es dann doch mal passiert, aber ein bisschen sehr greedy unterwegs. Schade. Erste Mal gestorben. Ja, die meisten Damage bisher gemacht von allen. Drei Level Vorsprung. Das hat jetzt nicht viel zu bedeuten. Oh, schade. Ah, lass mich durch.
Ich muss zurück. Hochgehen. Es dauert ewig. Ich kann deine hier. Oh, hi, Lok. Ja, das war Pech. Lilly hat leider nicht gesehen, dass ich keine Lebenspunkte mehr habe. Haben sie mich sofort weggefokust. Der gute Strahl und die Nova. Hab Nova unten noch gesehen, hätten mehr beim Team bleiben sollen gerade. Das war nicht so ideal, was ich da gemacht habe. Ich bin schon zweimal gestorben und schon sieht es wieder total beknackt aus. Aber dafür, dass ich Kerrigan nicht so oft spiele, geht das eigentlich noch. Die Dinger mit. Haben wir. Ah, die haben sie noch. Sammeln, Leute. Sehr schön. Sammeln, Double. Ja. Sehr schön. Die Witch kriegen wir auch noch. Komm schon. Gut, haben sie mich alle alleine gelassen hier. Hab jetzt auch nicht gesehen, da wollten somit das Camp noch machen. Ja, super. Schön. Dachte, wir gehen direkt drauf, hätten wir die Chance dazu gehabt. Aber gut, das war jetzt auch ein bisschen dumm von mir. Jetzt nicht auf die Map geguckt, wo die jetzt alle sind. Und somit kann ich das ganze Spiel mit Kerrigan schon wieder vergessen. Dreimal draufgegangen ist einfach zu viel. Auch nicht drüber nachdenken. Gerade die Sache jetzt eben gerade war total unnötig.
sieht nicht gut aus. Ich glaube nicht mehr, dass wir das Spiel noch verlieren. Dafür haben wir zu viel niedergeschlagen schon und die haben halt einfach noch gar nichts niedergeschlagen, was sofortmäßig angeht. Dann gleich wieder zum Team eiern, nicht irgendwie allein irgendwo rumeiern. Nicht genau wie. Falsche Idee, die man da macht. Blöde Idee. Ganz blöde Idee. War verlocken. Ja, da kannst du nicht viel machen. Wir spielen jetzt gerade einen ziemlichen Scheiß zusammen. Wir spielen nicht mehr gut zusammen. Warum gehen die denn oben lang? Warum bleiben wir nicht alle zusammen an allen Stellen? Warum machen wir nicht den Boss? Hätten wir schon lange machen können alles. Oh oh. Jetzt bin ich dann doch viel zu oft gestorben. Viermal ist... viel zu viel alles. Los, klappt ihr weiter! Ach komm. Ah gut, hat er noch geschafft. Zwei kriegst du auch noch. Wenn wir das jetzt nicht beenden, dann weiß ich auch nicht weiter. Alles klar, wer hat Lust, ein Fort zu zerstören? Na gut, dann gehen wir da lang. Ich glaube, deswegen haben wir dann doch am Ende noch gewonnen. Also richtig zufrieden bin ich nicht.
Ganze am Ende noch ein bisschen abschnabuliert. Aber zufrieden bin ich nicht. Das geht durchaus alles besser. Na, jetzt ist Kerrigan auch Rang 7. Mal, wie sieht es dann jetzt am Ende aus? 48.000. Ja, hinter Butch, hinter Sry. Das geht deutlich besser mit Kerrigan. Sah am Anfang echt gut aus im Early Game, aber Kerrigan ist im Early Game auch verdammt stark. Das muss man schon sagen. Das Early Game haben wir auch vor uns entschieden. Das sah wirklich extrem gut aus. Hinterher im Late Game hat es dann nicht mal so gut funktioniert. Aber egal. Okay, das war's mit der Folge. Ich glaube, 138 war das. Muss mal kurz gucken, ob das auch stimmt. Genau, ich habe jetzt gerade einen Assassinen gespielt. Genau, es kommen noch zwei Folgen. Okay, dann bis dahin. Ciao.